Jetzt? Ja, okay, super. Jetzt hört er mich, oder? Dann legen wir doch gleich los. Vielen Dank, Herr Oetli, für die Einleitung und willkommen heute zu meinem Vortrag. Genau, also wir erforschen, wie Herr Oetli schon gesagt hat, erforschen wir Orang-Utans. Orang-Utans gibt es auf Borneo und Sumatra. Das ist da, wo der Rote Kreis ist. Ist also ziemlich weit weg von hier. Ist in Indonesien und Malaysia. Genau, hier seht ihr die Inseln Sumatra und Borneo. Sumatra gehört zu Indonesien und Borneo gehört zu Malaysia. Und weiß jemand, wie viele Orang-Utan-Arten es denn gibt? Ja, da in der blauen Mütze hat es, glaube ich, jemand aufgestrickt. Ja, genau, es gibt drei Orang-Utan-Arten. Sehr gut. Das weiß nämlich fast niemand, weil die dritte Orang-Utan-Art erst ganz neu entdeckt wurde. Also es gibt. Hier in Blau seht ihr die Verbreitung des Borneo-Orang-Utans und auf Borneo. Und in Rot, da drüben, seht ihr die Verbreitung des Sumatra-Orang-Utans. Und dann die dritte Art, die ist hier ganz klein, auch auf Sumatra zu sehen, in Grün, das ist eben der Tapanuli-Orang-Utan. Also die drei Orang-Utan-Arten, die schauen alle etwas anders aus. Wir haben hier ganz rechts den Borneo-Orang-Utan, die sind eher groß und haben dunkles Fell. Dann hier in der Mitte sind die Tapanuli-Orang-Utans, die haben ganz langes Fell. Und kann sich jemand denken, warum sie so langes Fell brauchen, diese Tapanuli-Orang-Utans? Genau, weil sie wohnen, also dass sie nicht kalt haben, war die Antwort. Und sie wohnen ganz hoch in den Bergen, das ist die höchstlebende Orang-Utan-Population, darum wurde sie auch so spät erst erforscht. Und darum brauchen sie eben ganz langes Fell. Und dann hier links haben wir die Sumatra-Orang-Utans, die haben das hellste Fell, das sind die kleinsten Orang-Utans und sie haben ganz lange, schöne orange Bärte. Sogar die Weibchen haben zum Teil Bärte bei den Sumatra-Orang-Utans. Jetzt, wir erforschen die Sumatra-Orang-Utans hier in Rot an der Nordspitze von Sumatra. Und da, wo der Stern ist, da liegt unsere Forschungsstation. Das ist die Swakpalimbing-Forschungsstation. Wenn wir nach Swak fahren, dann landen wir mit dem Flugzeug in Medan, das ist die größte Stadt auf Sumatra, nehmen dann das Auto über Nacht, das sind etwa 12, 13 Stunden Fahrt, an die Küste von Aceh. Aceh ist die Provinz, in der Sumatra liegt. Und dann geht es mit einem kleinen Boot den Urwaldfluss Lembang hinauf zur Swak-Forschungsstation. Das hier ist eben der Lembang-Fluss. Es ist ein kleiner Urwaldfluss, der sehr gewunden durch den Urwald verläuft. Es gibt ganz viele Kurven und wie ihr seht, er ist umgeben von dichtem Urwald. Wir fahren den Fluss mit einem kleinen Motorboot hinauf. Das dauert ungefähr 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie viel Wasser es im Fluss gibt. Wenn es nämlich viel Wasser hat, dann ist die Gegenströmung ganz stark und dann braucht man länger mit dem Boot. Es kommt immer wieder mal vor, dass wir stecken bleiben, wenn zum Beispiel ein Baum umgefallen ist. Und dann müssen wir uns mit dem Buschmesser den Weg wieder freischlagen, wie das hier Rustam macht für uns, damit wir wieder weiterfahren können. Die Forschungsstation besteht aus drei Holzhäusern. Die Häuschen stehen auf Stelzen. Und zwar ist es so, dass es dort manchmal so stark regnet, dass der ganze Fluss über die Ufer tritt. Und damit wir dann nicht nass werden in unserem Zimmer, müssen eben die Häuser auf so Stelzen stehen. Wir sind ein internationales Team an der Forschungsstation. Es gibt viele indonesische Mitarbeiter, Studenten aus Indonesien, aber auch Studenten aus aller Welt, die dort Daten für ihre Projekte sammeln. Und eben auch mein Team. Und das Leben auf der Forschungsstation ist sehr einfach. Wir haben tagsüber keinen Strom. Wir haben zum Beispiel keine Waschmaschine, das heißt, wir waschen unsere Kleider selber im Fluss und hängen sie dann zum Trocknen auf, hier in die Sonne. Nun, der Wald von Swak ist extrem artenreich. Wir haben fast das ganze Jahr über Bäume mit Früchten und das bedeutet, dass es sehr viel Nahrung in dem Wald gibt und darum gibt es ganz, ganz viele Tiere. Es ist also tatsächlich so wie im Dschungelbuch beschrieben, man geht in den Wald hinein und es hat fast in jedem Baum springt irgendein Tier herum. Wir haben neben den Sumatra-Orang-Utans noch 7 weitere Primatenarten in Swak, also 7 weitere Affenarten. Und wir haben auch ganz viele seltene Tiere, wie zum Beispiel das Tier oben rechts, ganz oben rechts in der Mitte, in der Ecke. Weiß jemand, wie das Tier heißt?
Eine schwierige Frage. Ja. Ich meine das Säugetier, das mit dem Fell ganz oben rechts in der Ecke. Das da. Ist kein Vogel, es ist ein Säugetier, das ist der Kolugo oder der Riesengleiter und das ist ganz ein seltenes Tier. Und den hier kennt ihr aber, oder? Das Tier, das jetzt erschienen ist. Das ist ein Sumatra-Tiger und es gibt auf der Welt nur noch ein paar wenige hundert Sumatra-Tiger und darum ist es natürlich für uns eine große Ehre, dass wir eine Sumatra-Tiger-Dame in unserem Gebiet haben. Jetzt diese Tigerdame, die ist meistens versteckt, die sich gut, die möchte eigentlich nicht von uns gesehen werden und wir sehen sie auch meistens nicht. Wir sehen bloß mal die Fußspuren oder die Kratzspuren. Aber wenn sie Junge hat, dann kann sie sich nicht mehr so gut verstecken und dann treffen wir auch öfters auf sie. Und das ist manchmal etwas unheimlich, weil sie dann ganz laut brüllt und möchte, dass wir weggehen. Und genau, wir sind eigentlich stolz darauf, dass wir diese Tigerdame im Gebiet haben. Nur die Wildschweine im Gebiet, die finden es nicht so toll, weil die sind das Lieblingsessen von dieser Tigerdame. Aber naja. Genau, und eben weil es so viele Früchte hat und so viel zu essen hat, wird das Wackregenwald oft als das Paradies für Menschen, aber das Paradies für Orang-Utans, aber die Hölle für Menschen bezeichnet. Und jetzt, warum die Hölle für Menschen? Und zwar, wenn man dann mal in den Wald hineingeht, merkt man, es ist ein extrem sumpfiger Wald. Es ist extrem sumpfig, man wird nass, man muss extrem aufpassen, wo man hintritt. Man kommt dementsprechend auch nur sehr, sehr langsam voran. Und wenn man nicht aufpasst, wo man hintritt, dann fällt man in den Sumpf und ist auch ganz schnell mal bis zum Hals im Wasser, wie es hier zwei von unseren Mitarbeitern passiert ist. Und das ist relativ unangenehm, weil man dann den ganzen Tag nass ist, bis man wieder heim ins Camp kommt und duschen kann. Genau, wir folgen oder wir beobachten die Orang-Utans, indem wir ihnen durch den Wald folgen und ihr Verhalten beobachten und dann aufschreiben, was sie tun. Hier seht ihr zwei von meinen Studentinnen, die das noch mit Papierdatenblättern damals gemacht haben, aber heute benutzen wir Tablets dazu und benutzen keine Papierdaten mehr. Fragen kannst du sonst am Ende dann stellen. Genau, und wie so ein Forschungs- oder ein Tag im Wald aussieht, seht ihr hier. Wie gesagt, wir verbringen den ganzen Tag mit den Orang-Utans, wir schreiben auf, was sie tun. Wir sammeln aber nicht nur Verhaltensdaten, sondern auch GPS-Daten. Hier das Gerät hier in der Mitte, das ist ein GPS-Gerät. Damit zeichnen wir die Position der Orang-Utans auf, damit wir später ihre Wanderrouten analysieren können. Wir sammeln auch Stuhl- und Urinproben, um DNA-Analysen zu machen, zum Beispiel um herauszufinden, wer mit wem verwandt ist. Oder die Urinproben sammeln wir, um herauszufinden, ob die Tiere zum Beispiel gestresst sind oder nicht. Warum Orang-Utan-Forschung? Orang-Utans sind akut vom Aussterben bedroht. Es gibt im Moment etwa noch 15.000 Sumatra-Orang-Utans. Das klingt nach einer großen Zahl, aber es ist erschreckend wenig. Und es ist gerade noch so viel, wie die Art braucht, um überleben zu können. Orang-Utans sind nahe mit dem Menschen verwandt. Es ist nicht der nächste Verwandte des Menschen. Weiß jemand, welches Tier am nächsten mit dem Menschen verwandt ist? Ja, da mit dem orangen T-Shirt. Fast der Bruder von Bonobo. Ja, vielleicht mit dem pinken Ärmel. Auch nicht der Gorilla. Wen gibt es noch? Ja. Das sind alles Menschenaffen, aber es gibt noch einen ganz berühmten Menschenaffen mit der rot-gelben Mütze. Genau, die Schimpansen. Die Schimpansen, die sind tatsächlich am nächsten mit den Menschen verwandt. Das heißt, der Schimpanse und der Mensch, die haben einen gemeinsamen Vorfahren, der hat etwa vor 4 bis 5 Millionen Jahren gelebt. Und der Orang-Utan und der Mensch, die haben einen gemeinsamen Vorfahren, der etwa vor 12 bis 15 Millionen Jahren gelebt hat. Das heißt, der Orang-Utan ist etwas weiter weg mit dem Mensch verwandt als der Schimpanse, aber immer noch sehr nah verwandt. Und das heißt, vieles, was wir beim Orang-Utan beobachten, ist extrem ähnlich wie wir Menschen. Eben, wir beobachten die Orang-Utans in Swakpalimbing und das ist eine ganz spezielle Orang-Utan-Population. Also sie verhalten sich nicht nach dem Lehrbuch eigentlich. Und zwar sind die Orang-Utans, die sind eigentlich einzelgängerische Tiere. Also die sind oft alleine unterwegs.
Die Orang-Utans bei uns, die sind sehr gesellig. Die mögen es, mit anderen Orang-Utans Zeit zu verbringen. Und wenn sie mit anderen Orang-Utans Zeit verbringen, dann sind sie auch sehr tolerant diesen Orang-Utans gegenüber. Wie ihr hier seht, sie spielen zum Beispiel gerne miteinander. Dann brauchen die Orang-Utans in Swak Werkzeuge, um zu fressen. Ich zeige euch dann nachher noch die Details von diesem Werkzeuggebrauch. Aber das ist auch etwas, was wir nur bei den Orang-Utans nur in Swak sehen. Und die Orang-Utans in Swak, die machen auch mal Jagd nach kleinen Säugetieren. Die anderen Orang-Utan-Populationen, die sind eigentlich alle vegetarisch. Sie essen zwar Insekten, aber sonst hauptsächlich Blätter und Früchte. Aber die Orang-Utans in Swak, die schnappen sich auch ab und zu mal einen kleinen Affen oder ein Eichhörnchen und verzehren die. Hier unten seht ihr Raffi, wie sie einen Plumplori erwischt hat. Genau, wir beobachten die Orang-Utans in Swak seit vielen, vielen Jahren. Wir beobachten etwa 170 Tiere. Hier seht ihr ein paar dieser Tiere. Das sind die bekanntesten, die wir am häufigsten treffen. Und eins der Tiere, das wir schon, oder was wir besonders interessiert sind, ist die Orang-Utan-Entwicklung. Also hier auf der linken Seite seht ihr Lada. Das ist unser jüngstes Baby im Moment in Swak. Er ist etwa ein Jahr alt. Und auf der rechten Seite seht ihr Islo, ein erwachsenes Männchen. Und ihr seht, die sehen ziemlich unterschiedlich aus. Und eine unserer großen Fragen ist es eben, wie entwickelt sich Lada mal in Islo? Und eines der Tiere, das wir schon seit vielen, vielen Jahren beobachten, ist Luis. Luis ist ein Männchen. Er wurde 2010 geboren. Und er ist darum etwa, im Moment etwa 13 Jahre alt. Louis war der erste Orang-Utan, den ich selber beobachtet habe. Das war eben 2010. Und Louis hat, glaube ich, mit mir auch zum ersten Mal einen Menschen gesehen. Also ich fand es extrem spannend, Louis zu beobachten. Aber er hat uns auch immer wieder beobachtet und sah auch total interessiert aus. Louis Mutter ist Lisa. Sie war zum Zeitpunkt von Louis Geburt ungefähr 23 Jahre alt. Louis war ihr zweites Kind. Sie hatte schon ein Baby, als sie Louis bekommen hat. Und ihr erstes Kind war Lilly. Die war zum Zeitpunkt von Louis Geburt etwa 8 Jahre alt. Nun, genau, wie läuft diese Orang-Utan-Entwicklung ab? Also, Orang-Utans werden geboren und sehen zuerst mal so aus. Also ziemlich klein, nicht ganz so haarig wie nach ein paar Monaten. Orang-Utans kommen nach etwa 8 Monaten Tragzeit zur Welt. Weiß jemand, ob das länger oder weniger lang ist als beim Mensch? Ja, genau, ein Monat weniger lang als beim Mensch, aber fast gleich lang. Wenn sie geboren werden, sind sie wie Menschenbabys völlig hilflos, aber sie können sich schon alleine Fell der Mutter festkrallen. Jetzt, das ist ein Reflex, dass sie sich so festhalten können. Wenn ihr mal mit einem Menschenbaby Kontakt habt, dann könnt ihr das ausprobieren. Das macht nämlich auch die Hand zu. Das kann sich auch so greifen, aber der Reflex ist nicht mehr ganz so stark da wie beim Orang-Utan. Also die Orang-Utan-Babys, die können sich so richtig ab Geburt am Fell selber festhalten. Nach der Geburt kommt das Kleinkindalter. Orang-Utan-Kleinkinder verbringen die ersten Monate, also die ersten 6 Monate von ihrem Leben, sind sie ganz auf ihrer Mutter. Sie verlassen die Mutter nie. Erst mit etwa 6 Monaten fangen sie an, langsam den Körper der Mutter zu verlassen. Mit 3 Jahren können sie dann etwa selber von Baum zu Baum klettern, aber sie brauchen noch viel Hilfe dabei. Und erst mit etwa 5 Jahren sind sie fähig, selbstständig von Baum zu Baum klettern, bleiben aber immer noch in der Nähe von ihrer Mutter. Jeden Tag verlassen die Mutter nie für mehr als ein paar Minuten. Nun, Orang-Utan-Mütter helfen ihren Kindern, von Baum zu Baum zu klettern, indem sie zum Beispiel eine Brücke machen. Wenn mal der Abstand zwischen 2 Bäumen zu weit ist, machen sie mit ihrem Körper eine Brücke, damit das Kind darüber klettern kann. Diese Brücken, die sind manchmal etwas unheimlich. Und hier auf diesem Video seht ihr Louis, wie er von Lisa dazu ermutigt wird, über eine Brücke zu klettern. Eben Lisa macht die Brücke mit ihrem Körper. Louis ist etwas zögerlich, traut sich nicht ganz und Lisa versucht ihn zu ermutigen, eben über diese Brücke Luis zu klettern. tidak mau. Luis, no one. Das ist unser Indonesier, der gefilmt hat und das kommentiert hat. No. No. Irgendwann wird es dann
Lisa zu langweilig, da die Warterei, und sie zieht ihn dann einfach rüber. Oh. Und dann geht's weiter. Oh, he's so brave. Genau. Auf dem Video war Louis etwa 3 Jahre alt. Und jetzt vergleich das mal mit dem nächsten Video, da ist er etwa 4 Jahre alt. It's apparently a bridge. She was holding there for maybe 10 seconds. And now she's just waiting for Louis to cross. We're approximately maybe 6 meters off the ground. Ihr seht, da ist er schon viel mutiger, da geht er schon viel besser über die Brücke als noch mit 3 Jahren. Und jetzt, was Louis aber am liebsten macht, sind nicht diese Brücken, sondern ist das Mitreiten auf dem Baum. Und wie das ausschaut, seht ihr hier. Oh, nein. Schau mal, ob ich es so zum Laufen bringen kann. Ah ja. Lisa ist da unten im Baum und Louis ist da oben. Und das Männchen fand es. Aha, genau. So, okay. Hört ihr mich? Ja, sehr schön. So, hört ihr mich jetzt? Ja, okay, super. Jetzt sollte es nicht mehr so rauschen. Hä? Also genau, also das Mitreiten auf dem Baum, das funktioniert, weil Louis viel leichter ist als Lisa und Lisa den Baum dann schwingt und dann Louis oben mitreiten kann. Was ganz wichtig ist für die Orang-Utan-Kinder, ist es zu spielen. Sie lieben es zu spielen und sie suchen sich ihre Spielgefährten am liebsten auch selber aus. Hier seht ihr Louis, wie er mit 2 anderen Orang-Utan-Kindern spielt. Das sind Eden und Frankie. Wie das live aussieht, seht ihr hier. Frankie are playing. Genau, hier spielt Louis mit Frankie. Louis ist das Tier oben. Und das, ihr seht, er hängt kopfüber und macht immer wieder so eine Grimasse. Das ist das Spielgesicht. Damit Frankie Lisa weiß, just 2 meters below them. Und now moving away. Orang-Utan-Kinder spielen, indem sie einfach rangeln und raufen, also ganz ähnlich wie kleine Menschen, wenn sie nicht von der Mama davon abgehalten werden. Und Louis, eben wie alle anderen Orang-Utan-Kinder, sucht auch Louis sich die Spielgefährten selber aus. Er spielt interessanterweise am liebsten mit erwachsenen Männchen. Die Männchen, die finden das nicht immer so toll. Ihr seht hier Derek, das große Männchen, das hat etwas Angst vor Louis, weil er sich denkt, was macht jetzt dieser kleine Knirps mit mir? Aber Louis hat es dann immer wieder versucht, bis dann Derek mit ihm gespielt hat. Jetzt Orang-Utan-Mütter, die stillen ihre Kinder 7,5 Jahre lang. Das ist extrem lang. Also ihr müsst euch mal vorstellen, die werden immer noch gestillt, wenn sie im Primarschulalter sind. Das heißt aber auch, dass Orang-Utan-Mütter nur alle 7,5 bis 9 Jahre ein neues Baby gebären können. Das heißt, die Abstände zwischen 2 Geburten, die sind extrem lange. Und Orang-Utan-Mütter tolerieren ihre Kinder im Schlafnest, bis diese etwa 10 Jahre alt sind. Also ganz Familienbett bei den Orang-Utans. Die Orang-Utan-Kindheit, die endet mit der Entwöhnung. Die Entwöhnung, das bedeutet, dass das Kind dann nicht mehr gestillt wird und die findet etwa mit 8 Jahren statt. Und Orang-Utan-Kinder entwickeln sich eben so langsam. Oder hat jemand eine Ahnung, warum sie sich so langsam entwickeln? Ja? Genau, es braucht Zeit, wenn sie sich entwickeln. Und sie brauchen eben auch ganz viel Zeit, um Dinge zu lernen. Orang-Utan müssen sich während ihrer Kindheit viele Fertigkeiten und viel Wissen aneignen. Und Jugendliche und erwachsene Tiere, die sind eben zum Teil alleine unterwegs. Die sind semi-solitär, also sie verbringen Zeit alleine. Und das bedeutet, dass diese jugendlichen Tiere dann schon ganz viel Wissen auch selber haben müssen, weil sie sich nicht mehr auf das Wissen der Mutter abstützen können. Nun, was müssen Orang-Utans lernen?
Orang-Utans fressen zum Beispiel über 300 verschiedene Pflanzenarten und von jeder Pflanzenart müssen sie wissen, was essbar ist, also ob die Rinden, Blätter, Früchte essbar sind, wie diese Früchte verarbeitet werden und wo sie zu finden sind. Die Früchte, die unterteilen wir, je nachdem, wie schwierig es ist, sie zu verarbeiten. Also es gibt Früchte, die können nur gepflückt werden und werden dann direkt gegessen. Das ist, heißt, sie haben einen Processing Step oder keinen Processing Step. Und je mehr Schritte es braucht, um die Frucht zu verarbeiten, desto schwieriger ist es, die Frucht zu bearbeiten. Also zum Beispiel Schritte bedeutet zum Beispiel das Schälen der Frucht oder Ausspucken von Samen. Und je mehr Schritte es braucht, desto schwieriger ist es für das Orang-Utan-Kind zu lernen, wie man diese Frucht verarbeitet. Die Orang-Utans in Swak eben brauchen regelmäßig Werkzeuge. Die Werkzeuge sind kleine Stöckchen, die sie benutzen, um zum Beispiel an Honig zu kommen oder auch an die Samen in großen Früchten. Sie benutzen diese Werkzeuge in verschiedenen Kontexten und die Kinder fangen sehr früh an, diesen Werkzeuggebrauch zu üben. Und dieser Werkzeuggebrauch, der wird tatsächlich bis ins Erwachsenealter geübt. Wie der Werkzeuggebrauch aussieht, seht ihr hier. Preparing tool. Hier habt ihr Sarabi, das ist eins unserer erwachsenen Weibchen. Es hat sich ein Stöckchen gemacht, um an die Samen der Nesia-Frucht ranzukommen. Also sie drückt jetzt das Stöckchen in die Nesia-Frucht rein, und um damit die Samen rauszuholen. Und Simba, den habt ihr vorher gesehen, das ist Sarabis Kind, der hängt unten und schaut zu. Und hier ist noch ein Video vom Werkzeug gebraucht, das ist Ellie, die war damals ein jugendliches Weibchen. Und Ellie braucht einen Stock, um an Honig in einem Baumloch zu kommen. Sie hat sich einen großen Stock gemacht und hier in dem Baumloch ist ein Bienennest drin und Ellie versucht mit dem Stock an den Honig ranzukommen. Es funktioniert nicht so ganz, wie sie sich das vorstellt und darum probiert sie den Stock von beiden Seiten aus. Und jetzt verändert sie den Stock, sie beißt ihn nochmal ab, um ein anderes Ende auszuprobieren, weil sie eben nicht so gut an den Honig rankommt. Was Orang-Utan-Kinder auch lernen müssen, ist, wie man sich einen Regenschirm baut, damit sie nicht ständig nass werden, wenn es regnet im Regenwald. Und es regnet eben sehr viel im Regenwald. Und Luis hat mit etwa 3 Jahren angefangen, das Regenschirmbauen zu üben. Mit 7 Jahren hat er sich dann auf Regenhüte spezialisiert. Die sind praktisch, weil die muss er nicht mit der Hand festhalten, sondern hat er die Hände frei. Wenn es aber stark regnet, dann geht er bis heute am liebsten einfach unter den Regenschirm von seiner Mutter Lisa. Ja, und diese Regenschirme, die machen die Orang-Utans aus großen Blättern. Die haben lange, große Blätter mit Stielen, die sie festhalten können oder sich eben auf den Kopf stecken können. Die Orang-Utan-Jugend, die fängt etwa mit 10 Jahren an. Das ist so das Teenager-Alter für die Orang-Utans. Sie werden dann unabhängiger von ihren Müttern und sie schließen sich dann so sogenannten Teenager-Gruppen an. Hier auf dem Bild seht ihr Sonja und Julia, die im Moment bei uns alleine unterwegs sind in Swak, ohne ihre Mütter, das sind jugendliche Weibchen. Genau, kurz nach der Entwöhnung eben beginnt die Jugendzeit und da erlangen die Orang-Utans immer mehr Unabhängigkeit von ihren Müttern. Und nun, was uns besonders interessiert hat in unserer Forschung, ist, wie Orang-Utan-Kinder denn diese Fertigkeiten erlangen. Also wie lernen sie Werkzeuge gebrauchen, wie lernen sie sich Regenschirme zu bauen und so weiter und so fort. Und wir haben herausgefunden, dass Orang-Utans dadurch lernen, indem sie andere Tiere beobachten, also konzentriert zuschauen, dem sagen wir Peering. Und sie lernen aber auch dadurch, dass sie von anderen Tieren Futter betteln. Dazu komme ich aber dann später nochmal. Erstmal zum Peering. Also was ist das Peering, dieses Zuschauen? Das sieht etwa so aus. Ups. Mal schauen. Genau, hier seht ihr Lisa. Sie hat sich gerade vom Boden, vom Regenwaldboden etwas zu essen geholt
Und oben, hier oben kommt Louis, er war da etwa 3 Jahre alt. War etwas unkoordiniert im Klettern, aber war schon alleine unterwegs. Dann bringt sich Louis in Position und jetzt schaut er zu. Also das ist das Peering, dieses Beobachten von einem anderen Tier aus nächster Nähe. Und Louis starrt und beobachtet ganz genau, wie seine Mutter da frisst. Und wir sehen dieses Peering bei den kleinen Kindern. Wir sehen es aber auch bei den jugendlichen Tieren. Und sogar erwachsene Tiere machen dieses Peering. Und das fällt uns immer sofort auf, weil Orangutans, die halten schon eher ein bisschen Abstand zueinander. Aber wenn sie dann eben peeren, dann sind sie plötzlich ganz nah aufeinander, wie hier dieses Männchen, das sogar von unten zuschaut. Genau. Und nachdem sie dieses Peering machen, also nachdem sie abschauen, üben die Orangutans das, was sie gesehen haben. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, wie oft sie vor einem Peering-Event versuchen, etwas zu fressen und nach einem Peering-Event, dann geht das stark hoch. Also es ist etwa 3-mal häufiger. Diese Übungshäufigkeit, die steigt etwa 3-mal an nach dem Peering-Event. Das heißt, die merken, was da, die haben zugeschaut, haben die Information verarbeitet und versuchen dann das Gleiche selber. Wie dieses Peering und Üben ausschaut, seht ihr hier. Hier ist wieder Louis, da war er etwa 6 Monate alt. Er hat vorher gepeert und jetzt, wie Lisa diesen Stängel, diesen Lianenstängel frisst, und jetzt versucht er es selber zu fressen. Und schaut mal auf das Gesicht von Louis. Er findet es gar nicht toll, er findet es eher eklig, oder? Er verzieht das Gesicht, kratzt sich am Kopf. Und trotzdem probiert er es wieder. Also diese Orangutans, die haben einen ganz starken Drang, das Gleiche zu tun wie ihre Mama. Wenn meine Tochter so gut essen würde wie Louis oder so oft probieren würde wie Louis, dann hätte ich nicht so viel graue Haare, denke ich. Also genau, also die Orangutan-Kinder, die versuchen immer wieder das Gleiche zu fressen wie ihre Mütter. Und jetzt dieses Zuschauen, das passiert besonders häufig, wenn das, was die Mutter frisst, sehr schwierig zum Verarbeiten ist. Also hier unten habt ihr die Häufigkeit oder die Schwierigkeit des Futters, also je höher die Zahl hier unten ist, es geht von 0 bis 5, desto schwieriger ist es, das Futter zu verarbeiten. Und hier, ihr seht, diese Peering-Häufigkeit, die geht hoch. Das heißt, die Orangutan-Kinder, die schauen vor allem zu, wenn es schwierig ist, etwas zu verarbeiten. Und gleichzeitig nimmt diese Peering-Häufigkeit ab, wenn das Futter sehr häufig ist. Das heißt, wenn sie etwas ganz oft sehen, dann sind sie nicht mehr so interessiert und schauen nicht mehr so hoch, so oft zu. Und das bedeutet, dass Orangutan-Kindern vor allem dann abschauen, wenn etwas schwierig ist oder wenn etwas sehr selten ist. Das macht ja Sinn, oder? Wenn man etwas lernt, dann ist man vor allem das, schaut man vor allem dazu, wo es schwierig ist oder das, was man selten sieht. Jetzt Orangutan-Peeren, oder kann jemand schätzen, wie oft ein Orangutan abschaut in seinem Leben? Ja. Ja, super. Genau richtig. Ja, sehr schlau, genau. Man sieht hier, sie schauen etwa 40.000 Mal in ihrem Leben bei anderen Orangutans ab. Am meisten Peering geschieht eben während der Kindheit, wenn sie noch klein sind, weil sie da am meisten lernen müssen. Jetzt Orangutans peeren eben in diesem Fresskontext, also sie schauen zu, wie andere Orangutans fressen, aber sie schauen auch zu, wie man sich zum Beispiel ein Nest baut, wie man sich durch den Wald schwingt, wie man sich eben Regenschirme baut oder wie man sich um die Kinder kümmert. Das heißt, dieses Lernen durch Zuschauen, das ist bei den Orangutans allgegenwärtig. Jetzt die zweite Art, wie Orangutan-Kinder lernen, ist eben durch das Betteln. Und das Betteln, das sieht etwa so aus. Hier ist wieder Louis, der ist etwa 3 Jahre alt. Lisa hat sich ein Stück Rinde von einem Ast oder einem Baumstamm abgelöst und wollte das gerade fressen. Dann kommt Louis und nimmt es ihr weg. Und Lisa lässt das zu, also Louis durfte sich das Stück Rinde nehmen. Und jetzt, das ist wichtig für Orangutans, um zu lernen, weil das heißt jetzt, dass das Futter, das Louis bekommen hat, das ist schon ein bisschen vorverarbeitet. Und das ist, dadurch kann Louis dann besser lernen, wie er eben dieses Stück Rinde verarbeiten muss. Jetzt, wir haben gemerkt, dass die Orangutans, die betteln selektiv von ihren Müttern.
Ich erkläre gerade, was das heißt. Und zwar betteln sie zum Beispiel immer seltener, je älter, dass sie werden. Und das macht Sinn, weil je älter sie werden, desto mehr wissen sie schon selber und desto weniger müssen sie lernen. Also das heißt, wenn sie jung sind, dann betteln sie ganz, ganz häufig bei der Mutter. Das seht ihr hier in dieser Grafik. Hier unten ist das Alter und hier ist die Bettelhäufigkeit. Und ihr seht, das nimmt ab. Und jetzt die Linien in den verschiedenen Farben, das sind die verschiedenen Schwierigkeiten der Futtermittel. Hier oben in hellblau seht ihr den Werkzeuggebrauch. Und da sind die Orang-Utans sind immer interessiert an dem Werkzeuggebrauch. Und sie betteln fast durch die ganze Jugendzeit hindurch für den Werkzeuggebrauch, weil der eben am schwierigsten zum Lernen ist. Das heißt, Orang-Utan-Kinder betteln weniger häufig mit zunehmendem Alter und häufiger erwartet für Futtermittel, die schwierig zu verarbeiten sind. Mütter reagieren dann selektiv auf das Betteln. Sie sind zum Beispiel am tolerantesten in der Zeit, in der die Jungtiere lernen. Also hier habt ihr wieder das Alter der Jungtiere und wie tolerant die Mütter sind. Tolerant bedeutet, dass sie zum Beispiel am ehesten bereit sind, das Futtermittel zu teilen. Und wie ihr seht, sind sie genau dann am tolerantesten, die Mütter, also diese Linien sind am höchsten. In der Mitte, das ist genau das Alter, in dem die Jungtiere eben lernen, wie man frisst. Und vor oder nach diesem Alter sind sie weniger tolerant, die Mütter. Und die Mütter sind gleichzeitig auch toleranter mit zunehmender Schwierigkeit des Food-Items. Also das heißt, je schwieriger das Food-Item ist oder das Futtermittel ist zum Verarbeiten, desto toleranter sind die Mütter. Ihr seht wieder hier in hellblau ist der Werkzeuggebrauch und da sind die Mütter viel toleranter, wenn die Kinder betteln, als bei den anderen Futtermitteln. Nun, von wem lernen Orang-Utans? Was denkt ihr? Von wem schauen sie am meisten ab? Ja. Genau, von den Müttern war die Antwort. Das stimmt. Also, die Orang-Utans, die am Anfang, hier wo die Punkte ganz hoch sind, schauen sie am liebsten bei den Müttern ab. Unten habt ihr wieder das Alter. Und ihr seht, je älter sie werden, desto mehr nimmt diese Präferenz für die Mütter ab und desto mehr sind sie an anderen Tieren interessiert. Und wenn sie ungefähr 10, 12 Jahre alt sind, dann interessieren sie sich kaum mehr für ihre Mütter und schauen nur noch bei ihren jugendlichen Tieren ab oder bei anderen Erwachsenen. Hier seht ihr auf dem Bild oben, seht ihr Louis als kleines Kind, da ist er noch ganz an Lisa interessiert und schaut bei Lisa genau zu. Und unten seht ihr ihn wieder als jugendliches Tier und da ist er nicht mehr an seiner Mutter interessiert, sondern schaut sich lieber bei Männchen was ab. Nun, männliche und weibliche Jungtiere, die interessieren sich auch für unterschiedliche Rollenmodelle. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass sich weibliche Jungtiere vor allem für Rollenmodelle interessieren, die in dem Gebiet ansässig sind, das heißt ihre Mütter, aber auch andere ansässige Weibchen. Und die männlichen Jungtiere, die interessieren sich vor allem für fremde Tiere, einwandernde Tiere. Also hier auf der Grafik, die zeigt, der Anteil des Zuschauens, des Peerings, das an fremde Tiere gerichtet ist. Und ihr seht, dass bei den Männchen in Blau ist dieser Anteil an fremde Tiere viel höher als bei den Weibchen in Rot. Also Orang-Utan-Kinder müssen viel lernen. Hauptsächlich lernen sie von ihren Müttern, aber auch von anderen Tieren. Nun, Orang-Utans werden mit etwa 15 Jahren geschlechtsreif. Das heißt, die Jugendzeit, die dauert etwa 15 Jahre lang bei den Orang-Utans. Hier auf dem Bild seht ihr Lilly, das ist eben Louis' ältere Schwester, da war sie 16 Jahre alt und hat ihr erstes Baby bekommen, den Luther. Und mit dem Erwachsenwerden beginnt sich dann auch das Verhalten von den Männchen und den Weibchen deutlich zu unterscheiden. Die Weibchen, wenn sie erwachsen werden, dann bleiben sie in ihrem Geburtsgebiet, also sie bleiben da, wo sie geboren wurden und ziehen dann in dem Gebiet ihre Jungtiere groß. Und das Gebiet von den Weibchen, das überlappt dann mit dem Gebiet von ihrer Mutter und so treffen sich die Mutter und die erwachsenen Töchter mit ihren Kindern immer wieder, damit die Kinder zusammenspielen können. Die Männchen, die wandern aus, also die verlassen das Geburtsgebiet, wenn sie etwa 13 Jahre alt sind, also schon vor dem Erreichen der Geschlechtsreife. Das ist jetzt auch bei Louis der Fall, er verschwindet immer wieder mal für ein paar lange Tage, wo wir ihn nicht sehen. Das heißt, er ist jetzt in dem Alter, in dem er eben das Gebiet zu verlassen anfängt. Und die Männchen, die sehen zuerst so aus und später so, dazu aber mehr später. Die Männchen ziehen dann umher
und zwischen verschiedenen Gebieten und irgendwann lassen sie sich dann in einem Gebiet nieder und bleiben dem Gebiet treu. Genau, die erwachsenen Männchen, also wenn sie etwa 15 sind, dann sehen sie nicht viel anders aus als die erwachsenen Weibchen. Hier links habt ihr Gura, ein erwachsenes Männchen. Und dann einige der Orang-Utans entwickeln dann sogenannte sekundäre Geschlechtsmerkmale. Das sind, bei den Orang-Utans sind das diese Teller ums Gesicht herum, wir nennen das Backenwulste, und Kehlsäcke und große, lange Bärte. Nun, die Orang-Utans, die ihr hier seht, das sind Gura links, das nicht backenwulstige Männchen, und Islo rechts, Pluto rechts, das backenwulstige Männchen. Und die sind auf dem Bild genau gleich alt, weil eben nicht alle Orang-Utans diese Backenwulst und diese Kehlsäcke entwickeln. Diese Männchen mit diesen Backenwulsten, die werden manchmal auch dominante Männchen genannt. In Sumatra gibt es immer ein dominantes Männchen pro Gebiet, das das Gebiet verteidigt gegen andere Männchen. Hier auf dem Bild seht ihr Titan, eines unserer größten Männchen. Er ist im Norden von unserem Gebiet daheim. Titan hat Backenwulste und einen Kehlsack. Und er verteidigt sein Revier durch ganz, ganz laute Rufe. Und diese backenwulstigen Männchen, die werden von den Weibchen zur Paarung bevorzugt. Jetzt, wie so ein Ruf sich anhört von einem dominanten Orang-Utan-Männchen, das seht ihr hier. Oh, wieder eins. Und jetzt seht ihr auch den Kehlsack, oder? Das ist dieser Sack hier unter dem Kinn. Den braucht das Männchen, um diesen Ruf zu machen. Und man hört das jetzt auf dem Video nicht so gut, aber der Ruf ist extrem laut. Also man hört den über einen Kilometer weit. Und damit zeigt das Männchen, hey, ich bin hier der Chef, das Gebiet gehört mir. Das heißt, die anderen Männchen wissen Bescheid und gehen lieber nicht hinein. Oder wenn sie hineingehen, dann wissen sie, dann müssen sie mit dem kämpfen. Und die Weibchen wissen aber auch Bescheid. Die wissen, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie Schutz brauchen oder sich paaren möchten, dann ist da dieses dominante Männchen. Jetzt, wenn diese Männchen aus dem Gebiet auswandern, dann kommen sie ja in ein neues Gebiet. Und von diesem neuen Gebiet wissen sie noch sehr wenig. Das heißt, sie wissen nicht, wo es was zu fressen gibt, sie wissen nicht, was man fressen kann und so weiter und so fort. Und sie lernen das eben, indem sie dann bei den Tieren, die da schon lange leben, zuschauen. Das heißt, dieses Peering, dieses Zuschauen, das sehen wir eben auch bei den erwachsenen Männchen. Und hier auf dem Bild seht ihr Derek, wie er bei Gura abschaut. Gura war damals schon mehrere Jahre in dem Gebiet und Derek ist gerade neu angekommen. Das heißt, die erwachsenen Orang-Utan-Männchen, die lernen, indem sie abschauen. Und interessanterweise sehen wir ganz ähnliche Muster wie bei den Orang-Utan-Kindern. Das heißt, je schwieriger das Fressen ist, desto häufiger schauen diese Orang-Utan-Männchen ab. Das heißt, sie müssen vor allem lernen, wie man schwieriges Fressen in dem Gebiet frisst. Und je länger sie schon in dem Gebiet sind, desto weniger häufig schauen sie ab. Das macht ja auch Sinn, weil je länger sie schon in dem Gebiet sind, desto mehr wissen sie schon Bescheid und desto weniger müssen sie lernen. Also hier auf der rechten Seite habt ihr eine Grafik, da seht ihr die Anzahl Monate, die sie in dem Gebiet verbringen und wie oft sie abschauen. Und ihr seht, dass mit zunehmender Anzahl Monate in dem Gebiet nimmt dieses Abschauen ab. Wie das Abschauen ausschaut bei zwei erwachsenen Männchen, seht ihr hier. Das sind wieder Derek und Gura. Derek war eben neu, Gura wusste schon Bescheid. Und Derek kam dann Gura immer näher und hat immer genauer zugeschaut, wie er da die Insekten aus dem Ast frisst. Gura war zuerst nicht sehr beeindruckt, hat er weiter gefressen. Und irgendwann wurde es ihm dann zu bunt und hat dann Derek so ein bisschen weggescheucht. Also kurz gesagt, Orang-Utans, die nutzen ihre lange Entwicklungszeit, um viele und komplexe Fertigkeiten zu erlernen.
Soziales Lernen spielt eine zentrale Rolle. Sie lernen durch Beobachten und durch Futterbetteln. Männchen und Weibchen lernen von verschiedenen Rollenmodellen. Und dieser Lernprozess, der dauert bis ins Erwachsenealter hinein. Gut, somit wäre ich am Ende des Vortrags. Jetzt dürft ihr Fragen stellen.